Sie haben in Europa seit 1993 nicht mehr gewonnen und 5 der vergangenen 6 Ryder Cups verloren, natürlich auch das Wunder von Medina 2012. Diese Statistiken muss das Team USA vergessen, wenn es am Freitag in Glen Eagles wieder losgeht. Schon so oft waren die USA favorisiert, konnten es auf dem Platz aber nicht umsetzen, häufig stimmte auch die Chemie im Team nicht. Europas Ryder Cup Kapitän von 2006, Ian Woosnam, glaubt an derlei Probleme bei den US-Amerikanern jedoch nicht. Ich denke, sie sind nun ein eingeschworeneres Team als vorher. Ein paar von den Jungs stehen sich tatsächlich sehr nah, fast wie eine kleine Familie. Ich bin mir sicher, dass Tom Watson das genauso unterstützt. Er wird nicht den Hauch von negativer Stimmung aufkommen lassen, daher haben sie ihn ja auch als Kapitän gewählt. Es wird keinen Spieler geben, der sich gegen den Kapitän auflehnen wird. Die USA treten ohne die großen Stars wie Tiger Woods, Jason Duffner und Dustin Johnson an, aber vielleicht wird ihnen genau das in Schottland helfen.